muss? Ja, ich denke, im ersten Halbzeit, wir haben alles unter Kontrolle. Wir haben das erste Tor geschossen und dann zweite Halbzeit, dass Hamburg einen Freistoß gut gemacht. Wir haben ein bisschen geschlafen und deswegen müssen wir weiterspielen. Aber zum Glück, wir haben heute gewonnen. Und ich denke, ja, wir hatten noch bessere Chancen, aber wichtig, dass wir erste drei Punkte in dieses neue Jahr haben. In der ersten Hälfte hat man gemerkt, dass der Motor noch so ein bisschen stockt, aber in der zweiten Hälfte ging es ganz gut. Was hat Pep Guardiola Ihnen in der Kabine gesagt? Ja, in jeder Minute, das ist für uns Arbeit auf unserer Seite. Wenn natürlich nach der Winterpause, das brauchen wir ein bisschen Zeit, aber ich denke, in jedem Spiel werden wir noch besser spielen, noch mehr offensiv, aber wie ich habe gesagt, am wichtigsten heute war drei Punkte. Sie haben ja dieses Testspiel gegen Karlsruhe verloren und da wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass noch nicht alles so richtig rund läuft. War das vielleicht sogar eine wichtige Niederlage? Ich weiß nicht, ob das war wichtig, aber natürlich nach dem Testspiel wir mussten schneller wieder wach sein und am wichtigsten, dass wir heute gewonnen haben, aber die Saison läuft sehr lang, wir haben noch viele Spiele und wir können nicht in Topform ab erste Spiele 5:0 gewinnen und dann richtig gut spielen. Am wichtigsten, dass wir jedes Spiel in unsere Form kommen, noch besser und dann wir werden noch besser spielen. Dann nochmal Glückwunsch und Dankeschön.